Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV, mit der Top 10 der besten Filme des Jahres 2011. Das heißt, Filme, die zwischen Anfang und Ende 2011 in deutsche Kinos gekommen sind. Ermittelt von euch, den Zuschauern von Filmkritik TV. Und die haben diesmal so zahlreich abgestimmt, dass es mich völlig sprachlos gemacht hat und den Server der Webseite, wo die Umfrage war, an zwei Tagen gecrashed hat. Das finde ich fast schon wieder klasse. Meine persönliche Top 10 gibt es natürlich auch. Wir beginnen aber mit eurer. Auf Platz 10 ist Planet der Affen, Prevolution. Platz 9 ist Ohne Limit. Auf der 8 Sherlock Holmes 2, Spiel im Schatten. Platz 7 X-Men, Erste Entscheidung. Platz 6 Let Me In. Auf der 5 ist Black Swan. Auf 4 Hangover 2. Platz 3 Fast and Furious 5. Platz 2 Transformers 3. Und auf dem ersten Platz der Zuschauer-Top 10 der besten Filme des Jahres 2011, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2. Und was sagst du zu dieser Zuschauer-Top 10? Ein paar Anmerkungen meinerseits. Deutsche Filme suchen wir da auch in diesem Jahr vergeblich. Die haben sogar noch schlechter abgeschnitten als in 2010. Egal ob Schweiger oder Schweighöfer, Männerherzen oder Musketiere. Dafür hat es der kleine Arthouse-Vampirstreifen Let Me In für mich völlig überraschend auf den 6. Platz geschafft. Und eure Nummer 1, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, ist dort zwar mit klarem Vorsprung, hat aber nur 8,7% der Gesamtstimmen erhalten, was bedeutet, dass die Plätze 2 bis 10 zum Teil erheblich weniger Stimmen erhalten haben. Und wenn ich mir das Gesamtergebnis anschaue, haben die meisten von euch, nämlich 55,4%, für einen Film gestimmt, der nicht einer der eben genannten Top 10 ist. So viel also zur Zuschauer-Top 10. Hier jetzt meine persönliche Bestenliste. Die ist wieder mal keine Top 10, sondern diesmal eine Top 11. Und ich habe zwei Bonusfilme dabei, die es anders als die Filme in der Top 11 nicht geschafft haben, eine A-, A- oder A-Plus-Bewertung zu erhalten, von denen ich aber meine, dass sie in ihrem jeweiligen Genre die besten sind. Bonusfilm Transformers 3 zeigt anderen Actionfilmen, wie es gemacht wird. Er bietet technische Perfektion, Ästhetik und perfektes 3D, mit dem dir nicht einfach Dinge ins Gesicht fliegen, sondern das Gefühl vermittelt wird, dabei zu sein. Bonusfilm 2 ist Brautalarm, meine Lieblingskomödie des Jahres. Und wenn die Oscars mal ein bisschen aus sich rauskommen könnten, würden sie Moppelchen Melissa McCarthy als beste Nebendarstellerin nominieren. Meine Top 11. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 macht uns klar, dass Abschiednehmen im Kino genauso intensiv sein kann wie im wirklichen Leben. Mit dem allerletzten Film der Harry Potter Serie geht eine Ära vorbei, die eine große Lücke hinterlässt. Melancholia ist eine etwas andere Weltuntergangsgeschichte. In den Medien wurde überall die schauspielerische Leistung von Kirsten Dunst hervorgehoben. Ich fand die von Charlotte Gainsbourg sogar noch besser. Meine 10. Mein 9. Platz hat das Publikum entweder genervt oder fasziniert. The Tree of Life rafft man oder eben nicht. Aber in dem Fall bleiben immer noch die Musik und die wunderschönen Bilder. In True Grit schaffen es die Coen-Brüder, einen John Wayne-Western mit Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin und Neuentdeckung Hailee Steinfeld auf ihre besondere Art zu inszenieren. Platz 8. Kung Fu Panda 2 ist meine 7, in dem Pummelpanda Pau uns mit Witz, Tiefe, Herz und Seele berührt und unterhält und obendrein auch noch fantastische Farben und beeindruckende 3D-Effekte bietet. Auf Platz 6 tanzt, fantasiert und spielt Natalie Portman sich vom weißen Schwan zum Black Swan und damit zu einem Oscar. Und für den besten Psychothriller des Jahres musst du kein Ballettfan sein. In The Help kriegen wir ein Stück bewegender und authentischer Geschichte der US-Südstaaten zu sehen, die uns zum Lachen und zum Weinen bringt. Dafür gehen wir ins Kino. Meine 5. Meine Nummer 4 ist The King's Speech, in dem ein extrem schüchterner und stotternder George VI. Zum britischen Thronfolger und Hauptdarsteller Colin Firth zum König der Preisverleihungen wurde. Altmeister Woody Allen musste 41 Filme drehen, um seinen erfolgreichsten Midnight in Paris abzuliefern. Und der führt uns originell, poetisch, intelligent und witzig ins Paris der 20er Jahre und auf meinen 3. Platz. Rango ist ein hässliches, feiges Chamäleon mit Identitätskrise im Wilden Westen. Und das ist nichts für kleine Kinder, aber auf jeden Fall was für Filmfreunde. Innovativ, frisch und rundum perfekt. Meine 2.
Ein Boxerdrama mit brillanter Arbeit von Christian Bale und Melissa Leo und der seltenen, idealen Kombination von Story, Drehbuch, Besetzung und Regie. Ein Film, in dem einfach alles stimmt. The Fighter ist mein Film des Jahres 2011. Was ist mit meinem Bruder? Alles, was ich kann, habe ich von ihm. Ohne ihn schaffe ich es nicht. Bei allem Respekt, der sorgt nur für Probleme. Dicky, leg dich sofort auf den Boden! Er ist ein Boxer! Riech ihm die Hand! Mick, ich hab das für dich getan, okay? Hast du das für mich getan? Ja! Tu mir einen Gefallen und lass es einfach bleiben, okay? Falls du etwas mehr wissen möchtest, werde ich dir jetzt meine Kritiken zu den eben genannten 13 Filmen hier verlinken. Lass mich bitte auf jeden Fall deinen Lieblingsfilm des Jahres oder wenn du magst auch deine Top 5 oder deine Top 10 wissen. Danke für eure Treue und euer Vertrauen in meine Arbeit. Danke für zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 45 Millionen Videoaufrufe. Und danke dafür, dass ihr Filmkritik TV zu einem der größten und erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle gemacht habt. Und ab heute, 2. Januar 2012, bin ich endlich auch auf Facebook. Yep. Gehe dafür bitte auf den Link, den ich unten in die Beschreibung packe, denn nur wenn du dort klickst, landest du auf einer Filmkritik TV oder Frank Tausch Facebook-Seite, die auch wirklich etwas mit mir zu tun hat. Auf jeden Fall freue ich mich auf ein fantastisches Jahr 2012 mit wundervollen Filmen, gemeinsam mit euch. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.